So, herzlich willkommen bei den Domanis aus Berlin. Ja, wir haben eingecheckt, habt ihr im Vorvideo gesehen gehabt. Wo fahren wir hin? Heute fahren wir zu einer Preview-Eröffnung von einem Chickenladen. Also Slim Chicken heißt der Laden. Ich glaube, es ist eine Fastfood-Kette, kommt aus London. Und die erste Filiale wird hier eröffnet. Morgen ist normaler Eröffnungstag. Heute ist mal so Schnupper-Schnupper-Tag. Wir sind ein bisschen eingeladen. Fahren da jetzt, holen unseren Kollegen Selçuk ab. Kennt ihr, glaube ich, vor ein paar Monaten mit Frederik, sein Kollege. Die Videos haben wir zusammen auch mal gezeigt gehabt. Wir holen jetzt Selçuk ab und gehen wir mal ein paar Chicken testen. So, Berlin, Berlin, Berlin. Was kommt denn da gegenüber? Was ist los hier? Was gucken die denn da? Ja? Was ist das hier? Dreischichtlackierung? Komm, meiner sieht schön aus. Das war bis... Walla, ja. Nein, meiner sah schön aus jetzt. Ne? Also, wir sind gleich bei Selçuk in 8 Minuten. Holen wir unseren Kumpel ab. Und dann geht's mal zum Slim Chicken. Schon wieder Baustelle, die Baustelle hat ja noch gar nicht aufgehört. Letztes Mal war die auch noch hier. Wann waren wir hier? Vor 4 Monaten? Könnte sein. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Nein, na Quatsch. Da gibt's nichts. Doch, gibt's. Was ist denn hier los, ja? Ach so, hier ist doch so ein Gelände oder was? Aber was machen die hier? Ach so, stimmt. Die, Alter, voll die Menschenmassen, ja? Da kannst du irgendwie für Fahrrad fahren, machen, tun, alles, oder? Alles. Allah, Allah. Alles. Und nicht schlecht, ne? Ja. Über Freddy hat auch was gekriegt. Was denn? Aus dem Film über, weiß ich gar nicht mehr. So, was geht hier ab? Was geht hier ab? Alter, alles voll hier. Selçuk, was ist hier los? Wallah, das ist Berlin. Wenn Wetter stimmt. Wenn Wetter stimmt, die Straßen sind alle, die Menschen sind alles auf die Straßen geschmissen, ne? So, was haben wir? Eine Minute? Jetzt müssen wir mal einen Parkplatz finden. Keine Ahnung, wo kriegen wir einen Parkplatz? Oh, das ist schlecht. Das wird schwer, oder? Selçuk, was sagt deine Frau? Ihr wohnt in Berlin und sieht das erste Mal hier. Ich sehe das erste Mal. Oh, Hilton. Habe ich hier gecheckt? Nein. Konnte, die haben keinen Platz gehabt. Nee, was ist das für ein Gebäude? Keine Ahnung wieder. Aber komm, Berlin hat ja viele solche Gebäude, ne? Hast du was am Rande genommen? Ja. Ein Konzert. Ja, Konzerthaus. Jawohl. Hab schon gesagt, Konzerthaus. Also, weil ich nicht Konzerte gehe, kann ich das auch nicht wissen. Eine. Schauen wir mal. Komm, wir gehen rein. Ja, ist ein Kollege von mir, den Laden eröffnet hat. Slim Chicken, keine Ahnung. Schauen wir mal, was hier los ist. Ja? So, Freunde, ich bin hier in Berlin. Ich bin eingeladen worden. Ein paar Freunde von mir haben diesen Laden eröffnet. Slim Chicken kommt aus Amerika. Franchise-Unternehmen. Morgen ist normale Eröffnung. Heute ist Preview. Ihr seht, ich bin als Ehrengast mit eingeladen. Mit der Familie zusammen. Wir probieren, wir essen, wir trinken. Und dann schauen wir mal, was hier abgeht, oder? Ich bin mal gespannt, wie das Essen schmeckt. Du musst reingehen, dir ein paar Häppchen holen, rausgehen. Ich probiere das. Ne? Kann ich auch was Schlechtes sagen? Ich weiß es nicht. Ne? Also gleich kommen auch die Kollegen raus, die erklären, was für ein System das ist, wieso, weshalb, warum. Die Ecke ist auch hier, richtig mega hier. Ne? Also so Kentucky Fight-mäßig, aber keine Ahnung. Wir gucken mal, was das hier ist. Ne? Es sieht ein bisschen edler aus. Sieht ein bisschen edler aus auf jeden Fall. Komm mal, wir gucken mal. Ja, aber kann man ja sowieso nicht viel sehen. Ne? Mal was mit, keine Ahnung, ja? Nimm von jeder eine mit. Ja. Hier Inferno nehmen wir mal mit. Hey. Naja, habt da richtig geil gesprochen und was erzählt über die Chicken. Aber hinten lief der DJ, hat da richtig aufgedreht, liebe Freunde. Hab das Video hochgeladen, gleich hier, yeah, geht nicht, die Mucke kann ich nicht verwenden. Also laber ich hier euch mal ein bisschen voll. Ganz viele Soßen, die haben da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 12, 13 verschiedene Soßen gehabt. Und ja, manche waren so, manche so. Aber die Hähnchen wirklich zart. Und der Stil von dem Laden natürlich. Ne, sieht ultra modern, ultra so richtig, richtig fresh aus. Ich habe mich gewundert, alle konnten nur Englisch, so richtig Deutsch konnten die Mitarbeiter nicht. Da habe ich den Leon gefragt, gehabt natürlich, ey, wieso können die kein Deutsch und sowas? Die haben die alle aus England hergeholt irgendwie. Dass sie das irgendwie, da, das sind Mitarbeiter, die das schon kennen. Kein Plan. Ja, der Selçuk, ja, da war wohl was scharf. Der kann nicht mehr. Ihr seht das. Inferno war das. Ja, da haben wir den Inferno probiert. Alter, das Ding war aber echt richtig Inferno, ne? Da haben wir wohl wieder was nachgetrunken. Das war ein schöner Tag. Naja, der DJ hat ein bisschen übertrieben, ne? Hat die Mucke so aufgedreht. Also, das sind auch die Sachen, die sie anbieten. Den Burger haben wir probiert, war auch richtig gut. So, DJ, danke, danke. Also haben wir probiert, aber es schmeckt wirklich gut, muss man sagen. Also vom Geschmack her. Ich muss sagen, es schmeckt viel besser als Punkt. Also ist wirklich nicht schlecht, Konzept ist richtig gut, richtig modern. Ich denke mal, so ein Ding wird laufen. Ich habe eben auf die Speisekarte geguckt. Ja. Sah gut aus. Haben Sie noch ein
Eindruck. Natürlich war für uns war heute alles hier free. Ja, ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken hier. Alles gut, wir chillen noch mal eine Stunde hier und dann, ja, schauen wir mal. Ich will mal mit dem Geschäftsführer noch mal reden. Soll er mal sein Konzept mal erzählen hier, den Leuten, weil... Ja, was ist anders als bei den anderen? Will ich, möchte ich gerne wissen. Möchte ich gerne wissen. Leon, Rede an Fort stehen. Kommen wir nicht mit einmal, ja? So, liebe Freunde, wir sind hier bei Leon und Max. Heute, Kibu, morgen Eröffnung. Ja, erzähl mal was über Slim Chicken. Slim Chicken. Was ist anders bei euch? Alles frisch. Alles frisch, alles auf die Minute genau. Es kommen frische Salate an, die werden hier zubereitet. Das Chicken wird jeden Tag frisch geliefert, nichts gefroren. Bio? Bio nicht. Aber im Endeffekt wirklich aus deutscher Produktion oder aus Holland rübergefahren, jeden Tag neu gemacht, sehr, sehr lange eingelegt. Das macht die Tender besonders soft, sehr juicy. Und wer es probiert hat, wird auf jeden Fall wieder kommen. Die haben probiert, wirklich, gegen die andere Kette, weißt du? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das direkt gemerkt, auch unsere Tochter, dass das um Welten besser ist. Also ich will nicht jetzt... Nicht schleimen oder so, ne? Aber es ist wirklich aber so. Aber seid ihr die erste Kette Slim Chicken in Deutschland? In Deutschland, ja. Die genau. Erste Filiale wird hier eröffnet. Und ich hoffe, es kommen noch mehr. Sehr viele in Planung bereits. Leon, vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich sehr, sehr gerne. Öfter mal wohl herkommen. Bitte. Viel Glück. Danke. Und wir kommen aber ohne Kamera mal was essen. Also, ne, weißt du, wir kommen einfach mal undercover mehr, wenn die mal nicht da sind. Ne? Sehr gerne. Ich wünsche euch alles Gute. Küsst eure Herzen. Danke euch, ja. Danke. Danke. Leon, vielen Dank. Alles ja, keine Ahnung. Ist das Hallo hier? Wo ist er denn überhaupt? Ist er wieder in Deutschland? Also, ich glaube, in Berlin ist er wohl nicht, sonst wäre er hier. Ich frage mal, Salo, wo bist du? Ja, der Berliner Bär darf nirgendwo fehlen. Das ist ja wohl das Markenzeichen. Selchuk, wir haben ja ein bisschen Chicken gegessen, wir wollten uns aber nicht vollhauen. Nein. So, Geheimtipp, was ist hier Geheimtipp hier? Koreaner? Walla, jeder schöne Bäcker kennt Tori Katsu, da müsst ihr. Ne? Tori Katsu. Walla, ja. Tamam. Ne, da gibt's erklär den... mir das mal, wie du es mir erklärt hast. Was ist das, die Spezialität? Was muss man essen? Das ist einfach Reis mit Bratensauce und... Gebackene Hähnchen. Nicht gebacken, hier, frittierte Hähnchen. Okay. Walla, und in Berlin, da musst du hin. Jeder schöne ich hab, bevor ich zu dir gekommen bin, lag ich im Hotel, hab TikTok geguckt und kam auch diese Geschichte. Ich hab gesagt, okay, hab das nur gesehen. Tamam, wir gehen jetzt und essen was. Ein Zeichen, Walla ist ein Zeichen. Also Selçuk, der Geheimtipp hier, ne? Wie heißt er nochmal? Tori Katsu. Tori Katsu. Tamam, warte, wir probieren mal. Das wird richtig cool. Tamam, warte, wir probieren. Schauen wir mal. Hä? Drin ist eigentlich Platz frei, meinte sie, aber... Hä? Das ist so heiß, ja. Alter. Ja, ich weiß, aber draußen essen ist auch blöd jetzt, hä? Oder? Ich dachte, wenn es da noch nicht... Ja, wenn ein Platz frei ist. Ja. Gucken wir mal. Geiler Laden, aber wir haben keinen Platz innen. Alter, ist so heiß. Wir können jetzt nicht sitzen bei dem Wetter. Aber ich schwöre dir, ich glaube, aber jeder bestellt das Gleiche. Ja, weil nur das eine... Walla, ich schwöre dir, brutaler Laden. Aber jeder wartet jetzt draußen auf dem Platz. Was ist los hier? Das ist der berühmte Koreaner hier, der Japaner. Der Japaner. Das denken die aber alle hier, ne? Du hast sie entlarvt. Ich hab die entlarvt. Na. Sind? Seit wann sprechen Japaner Vietnamesisch? Oh. Auch noch Südvietnamesisch. Also ich verstehe die komplett. Also wurde sie jahrelang hier betrogen von den Vietnamesen. Walla. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Also der Laden heißt Tori Katsu. Ich habe das bei Lukas auf seinem Kanal gesehen und auch bei vielen YouTubern. Ja. Und Selçuk ist von diesem Laden begeistert. Er sagt, hier darfst du nichts anderes essen. Es ist nur gebratener Reis. Nein, normaler Reis. Normaler Reis mit Bratensauce und frittierten Hähnchen. Und frittierten Hähnchen und... Jeder isst das hier, ne? Und ich gucke die Tische an, alle essen das Gleiche. Ich denke, was für ein Koreaner. Dann geht Tui da rein, haben wir erzählt, da sind Vietnamesen. Walla, Respekt, ey. Haben wir jetzt was veröffentlicht? Keine Ahnung. Ich denke mal, Koreanisch hört sich so edel an, weißt du? Aber der Laden ist klein da. Hat das schon einer aufgedeckt? Das ist geil. Ja. Achtung, Kontrolle. Aber es ist so voll, die Leute gehen rein, raus. Ja, richtig. Also, das geht hier wie am Fließband. Und ich sehe jeden Tisch nur das gleiche Essen. Also, wir probieren gleich das Essen, ziehen uns das mal richtig rein. Selçuk recht hat. Selçuk, Digga. Also, Optik sieht... Letztes Mal uns das. Stimmt, letztes Mal hast du auch gesagt, lass uns doch mal hier zu. Wie heißt das Ding? Tori Katsu. Tori Katsu gehen. Was, es wird dich so krass schmecken, du wirst tätowieren Tori Katsu auf den Arm. Die Soße oder das Hähnchen? Warte, jetzt. Boah, Alter, die Soße ist brutal. Wirklich? Das ist eine Bratensoße. Unglaublich. Also hat Selçuk nicht gelogen. Mm. Probier das Fleisch. Du. Also. Ist auch eine gute Portion, jetzt mal für den Preis. Und Preis-Leistung, brutal. Wir sind fünf Leute hier.
fünfmal Essen, Salat, Getränke, 53 Euro. Komm, mach das einer nach, Walla, Türkei kommt nicht mit. Ja. In Türkei hätte ich hier das Doppelte bezahlt. Für das? Ja. Also muss man auch hier, kann man auch günstig essen in Deutschland. Aber ist das ein Halbsieg? Wenn man die Insider weiß. Berlin, wir sind doch. Ich glaube, das ist kein Halb, das ist Brust oder was ist das? So, ich probiere nochmal das Hähnchen. Oh, mit der Soße, ja. Aber schön Kalorien hier drin, ne? Ja, ich weiß. Mmh. Oh, 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 oh. Mmh. Ja, Hähnchen schmecken. Mmh. Haben wir heute Chicken Day. Geil. So, ich habe den Namen wieder vergessen. Torikatsu, also tätowieren tue ich mir das nicht. Chuk, aber es war gut, es war lecker. Also Preis-Leistung? Top. Also unglaublich, unglaublich. Selçuk Digi, du hast gesagt, 54 Euro für 5 Personen. 53 Euro. 53 Euro für 5 Personen, 5 Getränke mit Salat. Alter, es geht nicht. Also Lara hat es nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft, du hast es nicht geschafft. Du hast es geschafft. Ja, muss man. Aber, du bist, aber ich habe gehört, du bist öfter nach der Arbeit hier, ne? Er ist öfter hier essen. Ja, darüber reden wir noch. Aber wirklich ein Geheimtipp. Wo sind wir hier? Hier in Schöneberg. Schöneberg? Ja, Steinmetzstraße. Oder hier, wie genau ist? Ziegenstraße, irgendwas, weiß ich nicht. Also brutaler Laden, richtig. Alles mögliche an Leuten sind hier. Wirklich jedes Land. Hier ist wirklich jeder ist hier, ne? Hier ständig kommen Leute rein. Aber du, das Publikum ist ja von A bis Z. Also hier kommt ja der Harley-Fahrer, hier kommt der Kopftuchfrau, alles ist hier, ne? Viele kennen den Laden. Unglaublich, unglaublich. Du hast ja gesagt, du hast hier um die Ecke gewohnt. Ja. Deine Mutter hat dir gesagt, geh mal zum Japaner, hol mal Essen oder was? Ja, klar, wenn sie keine Lust hat. Aber jetzt hast du was, hast du jetzt gelernt, dass es keine Japaner sind? Nein, sind Vietnamesen. Also Tui, hast den Fall hier direkt gelöst. Seit 20 Jahren arbeiten die undercover als Japaner hier. Jetzt kommst du nach zwei aber Minuten. Er hat zu mir gesagt, aber ich bin noch Kopie. Ne, also, Tui hat diesen Laden geknackt. Es ist leider ein Vietnamese. Tamam, morgen geht's weiter mit Essen. Oh, ich bin gespannt, wo wir morgen hingehen. Keine Ahnung. So, wir haben es geschafft. Wir sind im Hotelzimmer, chillen ein bisschen. Ja, war, also Slim Chicken war wirklich war cooler Laden, nice Laden. Die Dinger waren auch gut. Konzept ist brutal. Ich habe gesehen, die Dinger kommen aus Amerika. Da sollen es richtig brennen. Gibt es ganz viele in London, habe ich geguckt gehabt, hat der Leon zu mir gesagt. Ist auch brutal, läuft richtig gut und die sind sich ziemlich sicher, wenn dieser Laden gut läuft, werden so circa 60 Slim Chicken Läden aufmachen. Keine Ahnung, soll im Rotenburg auch einen aufmachen? Nee, weiß ich nicht, muss nicht sein. Hab schon genug hier an der Backe mit Hotel, YouTube, Motub. Aber wirklich, toller Laden. Leon, auch ein guter Bekannter von mir, ist auch ein Kollege von den anderen Kollegen und was. Ja, war richtig nice. Da habe ich natürlich hier den Adam von Ray City mal kurz gesehen gehabt. Könnt ihr, habe ich auf Instagram, glaube ich, habe es gar nicht mit aufgenommen. War auch sehr nett. Ja, ein paar Bekannte waren da. War ein schöner Tag da, haben wir gut. Aber das Geilste war natürlich hier Torikatsu. Was war das nochmal? Torikatsu, richtig geiler Laden. 7 Euro oder 7,50 Euro. Reis mit Bratensoße. Brutal, brutal. Wir haben es alle nicht geschafft, weil wir natürlich da ein bisschen was anderes gegessen haben. Wirklich, also Berlin ist wirklich kulinarisch. Es gibt so viele Ecken und was. Ich danke Selçuk natürlich als echter Berliner hier. Muss man sagen, kennt sich hier gut aus und tolles Essen gegessen. Morgen geht es natürlich richtig weiter. Morgen wollen wir noch mal ein paar neue Sachen entdecken. Morgen Frühstück hier unten im Hotel. Dann gehen wir noch mal ein paar Dönerläden abchecken. Ein paar Geheimspots abchecken. Das wird richtig. Ich baller mal hier mal ein bisschen Content mal vom Essen mal raus. Haben wir schon lange nicht gegessen. Aber es kommt ja morgen nicht nur essen können. Nein, nicht nur essen, ne? Auch ein paar andere Sachen. Also, liebe Freunde, seid gespannt. Wird richtig spannend hier. Morgen 32 Grad Berlin. Berlin brennt. Content. Küsst eure Herzen. Schönen Abend noch. Bye-bye.